Moin moin Leute, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute leider kein Lost Place Video, obwohl ich gerade auf dem Weg zu welchen bin, aber ich mache gerade eine Pause und nutze die Zeit, um euch mein XXL Projekt vorzustellen. Ich habe es schon mal angekündigt auf Instagram und auch hier auf YouTube und einige Leute haben auch geschrieben, hey, coole Sache, bin schon aufgeregt, was du machst. Und ja, heute möchte ich euch einfach mal erzählen, was das Sache ist, was ich mir ausgedacht habe. Ihr werdet es wahrscheinlich am Titel schon erkannt haben, aber trotzdem möchte ich jetzt noch ein paar Sätze dazu sagen. Das Ganze hat angefangen, als vor 2 Jahren Fritz Meinecke mit Seven vs. Wild eine Bombe ins Internet gelegt hat, die dermaßen eingeschlagen ist und ich auch brutal gefeiert habe. Ich fand's einfach nur mega, allein am Anfang schon die Melodie ausgesetzt in der Wildnis. 7 Kandidaten, 7 Gegenstände überleben in Schweden. Ich fand das so mega. Ich habe jede Minute, Stunde mit den Kandidaten damals mitgefiebert. Packen die das? Kommen die klar? Was bauen sie? Finden die was zu essen? Und lauter solche Sachen gingen mir durch den Kopf. Einige haben es durchgestanden in der Serie. Einige sind auch leider schon frühzeitig ausgestiegen. Und da ist mir schon so leicht eine Idee gekommen. Die habe ich dann aber auch relativ schnell wieder verworfen. Wieso auch immer, weiß ich nicht. Habe mich da, glaube ich, selber erstmal auf meine ganzen Lost Place Videos konzentriert. Als dann der Fritz bekannt gegeben hat, es wird eine 2. Staffel geben, habe ich mich auf diese direkt beworben. Ich wollte da unbedingt dabei sein. Ich wollte diese Erfahrung machen. Alleine sein, komplett isoliert sein, selber Essen suchen und wenn man nichts findet, wie es ist, wenn man einfach mal nichts isst. Ich kenne das nicht. Ich habe in meinem Leben noch keinen Tag verbracht, wo ich nichts gegessen habe. Wir haben das im Überfluss. Rennst dann Kühlschrank, machst auf, holst alles raus, bunkerst dir das und schaufelst dir das rein zum Fernsehschauen oder YouTube gucken oder irgendwas. Deswegen habe ich mich auf die 2. Staffel auch beworben. Bin natürlich nicht genommen worden, kann man auch nichts machen, waren halt auch zigtausend richtig geile Bewerbungen dabei, also Hut ab an alle Creator da draußen. Aber ab der Mitte der 2. Staffel ist mir ein Gedanke gekommen. Und der Gedanke, der hat mich so lange verfolgt, bis ich zu einem Entschluss gekommen bin. Bei der 1. Staffel sowie auch bei der 2. Staffel habe ich mit jedem Kandidaten mitgefiebert. Ob's Sabrina Outdoor war, Nova, Survival Martin, Dave, Niklas, Bommel, Fritz, alle, die dabei waren. Knossi, Sascha, Otto. Mega coole Leute. Aber bei einigen habe ich mich gefragt, ist es wirklich so schlimm, wenn man alleine ist? Ich erinnere mich zurück, Martin und Nova, später dann auch Sabrina, hatten richtige Probleme mit der Isolation. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ist das wirklich so schlimm, wenn man jetzt mal alleine ist? Mal, ich find's jetzt geil, wenn ich in den Wald gehe und bin da alleine für mich. Oder wenn ich mal eine Kajaktour mache und bin da alleine. Oder mal irgendwo draußen pennen und bin alleine. Aber ist es so krass, wenn man 7 Tage dann alleine ist? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Oder ist es so schlimm, wenn man jetzt einfach mal 7 Tage nichts isst? Oder wenn man einfach 7 Tage mal komplett mit sich alleine beschäftigt ist? Ich weiß gar nicht, was da bei mir rauskommt. Über was ich da nachdenken könnte. Das hat mich dann zu dem Entschluss gebracht, ich möchte einfach mein eigenes Ding mal machen. Und somit habe ich mir überlegt, wie, was und wo. Ich bin kein großer YouTuber. Wenn ich jetzt mich hier irgendwo in den Wald setze, 7 Tage lang und nichts esse, das interessiert keinen. Aber was mich jetzt zum Beispiel immer interessieren würde, was ich auch bei einem, der 0 Abonnenten hat, anschauen würde, wenn einer an irgendwelche Kulissen fährt. Weil ich das mega interessant finde. Und da kam mir dann die Idee. Ich fahre nach Schweden an die Location von Seven vs. Wild und werde da 7 Tage unter den gleichen Voraussetzungen wie in der Serie vom Fritz die Zeit verbringen. Nur mit dem einen Unterschied. Ich sitze nicht jeden Tag an einem Spot, sondern
Ich möchte alle 7 Spots von Fritz, Madden, Bommel, Dave, Chris, Niklas und Fabio anfahren und dort 24 Stunden verbringen. Unter, wie gesagt, den gleichen Voraussetzungen. Kein Handy, kein Kontakt zur Außenwelt, kein Essen, nur meine 7 Gegenstände. Plus, ich muss ja auch von A nach B kommen. Ich habe halt ein paar Sachen mehr dabei. Also ich habe einen Kajak dabei, Schwimmweste, weil wenn man umfällt, wasserkalt, könnte man eventuell, bewusstlos eventuell werden. Keine Ahnung. Irgendwas. Auf jeden Fall habe ich das vor. Und das startet am 28.07.2023. Genau heute, an diesem Tag, wo das Video online geht, werde ich mich wahrscheinlich schon in Schweden befinden, werde noch auf dem Weg zu diesem See sein und morgen, also an diesem Sonntag, den 29.07.2023, wird dann mein Projekt starten. Natürlich kann ich mein Projekt nicht Seven vs. Wild nennen, möchte ich auch gar nicht, weil es ist ein Fritz sein Projekt, das soll es auch bleiben. Ich möchte das, wie gesagt, nur für mich rauskriegen. Ist es so krass, isoliert zu sein, nichts zu essen, keinen Kontakt zur Außenwelt zu haben? Das will ich für mich rauskriegen. Würde ich es schaffen? Hätte ich Seven vs. Wild geschafft in Schweden, Staffel 1? Fragezeichen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob ich die 7 Tage überhaupt durchstehe. Aber das habe ich vor. So, jetzt wisst ihr das schon mal. Jetzt haben wir einen zweiten Punkt natürlich. Jetzt denken wir mal zurück an alle die, wo Seven vs. Wild kennen. Es war ein großes Team. Erste Staffel relativ klein noch. Zweite Staffel war schon ordentlich, was sie da für Leute dabei hatten. Ne? Ärzte, Sanitäter, riesiges Backup-Team. Freunde, das habe ich nicht. Wie gesagt, ich bin noch ein relativ kleiner YouTuber. Ich habe das Budget dafür gar nicht. Und ja, ich kann es mir einfach nicht leisten. Ende. Habe natürlich auch ein bisschen vorgesorgt, was Sicherheit angeht. Ich habe ein GPS mit SOS-Funktion. Habe das registriert. Habe zusätzlich eine Bergungsversicherung abgeschlossen. Habe eine Auslandskrankenversicherung noch gemacht. Da ich dann in einem Gebiet bin, wo es ca. 3000 Bären gibt, habe ich mir ein Bärenabwehrspray mal vorsichtshalber gekauft. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Wenn ich auf dem GPS-Gerät die SOS-Taste drücke, dann kommt da hoffentlich jemand, weil ich habe ja auch dafür bezahlt, sollte jemand kommen. Ich habe natürlich auch ein Handy dabei. Aber wie ihr vielleicht wisst, kommt das in den Case, Plombe dran, dass ich keinen Kontakt zur Außenwelt habe. Es sei denn, Notfall, dann natürlich Plombe auf, aber demzufolge wäre dann auch mein Projekt gescheitert. Was gibt's noch zu erzählen? Also ich fahre mit einem Kollege an den See zusammen hoch, aber dann trennen sich unsere Wege für 7 Nächte. Wir haben einen Treffpunkt ausgemacht, wo wir uns dann wieder treffen. Und wenn das dann geschehen ist, ist das Projekt auch beendet. Das ganze Projekt kriegt von mir natürlich auch einen Namen. Ich habe echt lange überlegt, weil Seven vs. Wild, das ist knackig, das gefällt jedem, das klingt geil, Fritz, Daumen nach oben. Da mein Kanal sich aber hauptsächlich um Lost Places dreht, habe ich mir gedacht, ich muss das irgendwie verbinden. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Moment mal, David. Es waren 7 Teilnehmer an 7 Plätzen, die kurzzeitig belebt waren. Und nach der Woche, war da halt wieder niemand mehr. Darum werde ich mein Projekt nennen One vs. 7 Places. Einer gegen 7 Plätze. Es sind momentan wieder verlassene Orte, weil es war mal jemand da. Fritz hat seine Höhle gehabt, Fabio hat seine Höhle gehabt. Niklas saß in der Höhle. Vielleicht finde ich ja auch noch den Netflix-Fernseher von Survival Madden, den er da an Fels gekritzelt hat. Es sind 7 Plätze, die jetzt nicht mehr belebt sind. Drum One vs. 7 Places, einer gegen 7 Plätze. Das ist der Name von meinem Projekt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, ihr feiert das. Wenn nicht, finde ich es schade. Ich habe aber richtig Bock drauf.
allein die Erfahrung zu machen. Deswegen möchte ich euch da dabei haben und werde das ganz einfach auch auf YouTube hochladen. Das Projekt wird ja von mir selber gestemmt. Ich habe keine großen Sponsoren, irgendwas. Ich mache alles selber, vom Schnitt übers Drehen. Ich mache alles selber. Demzufolge werden die Folgen erst später kommen. Also nach dem Projekt geht es dann erstmal direkt wieder auf eine Mini-Lost Place Tour, weil Sonntag endet das, dann fahren wir zurück, dann werden da erstmal wieder ein paar Locations mitgenommen und die werden dann erst wieder geschnitten. Nebenbei fange ich dann auch schon an, für das Projekt zu schneiden. Ja, es wird eine richtige Hausnummer, ne? Wenn man berufstätig ist, Familie hat und dann noch YouTube, wird echt schwierig, weil die Zeit fehlt einem, die man dann auf Arbeit rumhockt. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Ich vermute mal, das Projekt endet ja im August, also erste Augustwoche. Und bis ich dann mit dem Schnitt und allem fertig bin, weil ich möchte euch ja nicht enttäuschen mit den Lost Place Videos und alles. Ja, September, Oktober, eventuell November. Also Oktober relativ safe. Also es könnte schon in den November reinlaufen. Wie gesagt, es dauert halt seine Zeit. Ein Video ist halt mal nicht in 5 Minuten geschnitten. Und ich möchte versuchen, schon eine Miniserie draus zu machen, weil mir das persönlich einfach wichtig ist. In einer Folge die ganzen 7 Tage runterrattern, das ist nicht meins. Das würde mir nicht gefallen. Ich möchte es dann schon so machen, dass ein Tag zumindest eine Folge ist. Je nachdem, was ich alles filme, was ich machen kann, dass es Minimum mal pro Tag eine Folge ist. Ob die jetzt 10 Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten ist. Wenn ich natürlich richtig viel gemacht habe mal an einem Tag, dann könnten es vielleicht auch mal 2 Folgen wären von einem Tag. Aber das weiß ich nicht, da lasse ich mich komplett überraschen. Da mache ich mir jetzt auch noch gar keine Gedanken drüber. Wollt es euch nur noch mal mitteilen, dass es halt noch ein Stück dauert, bis die Folgen dann kommen. Wenn man alles alleine macht, dann dauert's halt. Dauert einfach. Ist so. Jetzt hoffe ich, ihr habt einen kleinen Einblick in das Projekt gekriegt, was ich vorhabe. Meine 7 Gegenstände, die ich natürlich mitnehmen werde, die verrate ich euch im ersten Video, weil der wird auch ein bisschen vorgestellt noch. Da seht ihr auch die anderen Gegenstände, die ich so als Gegenstände dabei haben muss, um überhaupt da hinzukommen, wo ich hin will. Zähle ich aber jetzt nicht als 7 Gegenstände zum Überleben, weil die brauche ich einfach, um da hinzukommen und um Sachen zu filmen. Das ist rein fürs Filming. Ganz einfach. So, jetzt haben wir die Katze aus dem Sack gelassen. Jetzt wäre ich mal gespannt auf eure Kommentare unten, was ihr dazu meint. Ich bin jetzt kein besonders guter Redner. Ich hoffe, ich habe es trotzdem irgendwie halbwegs verständlich rübergebracht. Schreibt mir mal eure Meinungen, Gedanken in die Kommentare. Findet ihr das geil? Findet ihr das scheiße? Ist vollkommen Asche. Würde mich wirklich riesig interessieren. Meine Pause ist vorbei. Jetzt geht's zu ein paar LP-Häusern. Die seht ihr dann vielleicht schon nächste Woche. Dann könnt ihr schon mal wieder ein Lost Place sehen, während ich noch in Schweden komplett alleine irgendwo im Nirgendwo sitze. Von dem her, macht's gut, bis demnächst, euer Onkel David, tschüss und ciao.